Wie lang dauert eine optimale Yoga-Einheit? 90 Minuten, 60 Minuten, 30 Minuten, einfach nur 10 Minuten Yoga? Die große Kunst für uns alle ist es, Yoga in unser Alltagsleben zu integrieren. Wir haben natürlich im Alltag ganz wenig Zeit. Wir sind vollgetaktet mit Terminen, mit Verpflichtungen. Was falsch wäre, ist Yoga als weitere Verpflichtung zu sehen und das irgendwo immer nur reinzuschieben. Aber tatsächlich geht es den meisten so. Und deshalb werden zu Hause auch oft nur kürzere YouTube-Videos genutzt, 10, 20 Minuten. Die Videos, die ich produziere und viele andere, das hat mit einer echten Yoga-Einheit nichts zu tun. Es geht ziemlich schnell durch und das ist ehrlich gesagt schade. Deshalb, du musst wissen, dass Yoga an sich als Zustand beschrieben wird. Als Zustand, wo unser Geist innerlich zur Ruhe kommt. Und das schaffen wir natürlich nicht, wenn wir einfach mal schnell ein paar Yoga-Übungen mitmachen. Klar hat es seine Berechtigung, aber wenn du zu Hause so ein echtes Yoga-Feeling erleben möchtest, dann musst du Zeit investieren und ich empfehle dir, mindestens einmal pro Woche 60 Minuten Yoga zu üben. Um im Yoga weiterzukommen, Fortschritte zu machen, bedeutet für dich, dass du diesen Zustand von Yoga für dich wirklich erlebst. Diese Entspannung, diese Ruhe, aber auch diese Kraft und dass du auch mit deinen Emotionen in Kontakt kommst, wenn manche Übungen dir zum Beispiel mal schwerer fallen und du dann doch wieder abschalten kannst. Eine typische Yogastunde besteht aus drei größeren Blöcken. Ein Thema, was vorgestellt wird, die Übungspraxis mit Erwärmung, Vorbereitungsübung, Hauptteil, Cooldown und am Ende die Endentspannung. Und das macht letztendlich eine Yoga-Einheit aus. Ich habe jetzt als Feedback bekommen, ich biete ja online Zoom-Yoga-Stunden an, dass Menschen, die mit mir online üben, dreimal pro Woche Yoga zu Hause üben. Sie sind montags dabei, mittwochs dabei und Wochenende üben sie eine Aufzeichnung aus den vorherigen Wochen. Und das ist so eine krass schöne Erfahrung, das so zu erleben. Und ich sehe die ja im Zoom und ich sehe auch, was die für Fortschritte machen und wie die auch begeistert sind. Deshalb meine Empfehlung an dich, probier diese 60 Minuten Yoga-Stunden für dich unbedingt zu Hause mal aus. Seit über 3 Jahren habe ich ein kleines Online-Yoga-Studio und hier gibt es 60 Minuten Yoga speziell für Anfänger oder unbewegliche Menschen, 60 Minuten für alle Level, aber auch 60 Minuten Yoga für Fortgeschrittene. Also eine absolut passende Praxis für deine Bedürfnisse. Du kannst dir das Angebot hier mal anschauen. Und es ist eine Flatrate und du bist bei uns in besten Händen. Wir freuen uns auf dich und natürlich sehen wir uns auf der Matte.